Herzlich willkommen. Egal, ob du jetzt schon Jahre, Jahrzehnte lang meditierst oder erst gar nicht damit angefangen hast, in dieser Serie von Videos möchte ich deinen Blick für Meditation weiten, dir eine neue Perspektive auf Meditation anbieten. Die meisten meditieren ja, um ein bestimmtes Ergebnis, ein Ziel zu erreichen. Sie wollen ruhiger werden, sie wollen das Hamsterrad der Gedanken im Kopf abstellen, sie wollen unangenehme Gefühle bearbeiten, sie wollen präsenter im Alltag werden, achtsamer, sie wollen körperlich fitter sein. Und das ist alles legitim und das ist okay und das kann man machen, aber es ist trotzdem ein Missverständnis. Meditation ist viel, viel mehr. Meditation ist nicht auf ein Ergebnis aus. Meditation ist eine offene Erkundung, eine Erkundung mit offenem Ergebnis. Spür mal nach, kannst du wirklich präsent sein, wenn du auf ein bestimmtes Ergebnis, auf ein Ziel fokussiert bist? Dann versuchen wir mit den Mitteln der Vergangenheit, sprich mit Hilfe von Gedanken, etwas Bestimmtes in der Zukunft zu erreichen. Und das sind auch nichts anderes als Gedanken. Meditation ist ganz was anderes. Meditation heißt wirklich da sein, wirklich hier sein, wirklich präsent sein. Und dazu braucht es eine ganz bestimmte Haltung. Wir sind offen, wir sind neugierig, wir wissen eben nicht so genau. Und vor allem, wir wissen gar nicht, welches Ergebnis wir erreichen wollen oder erreichen sollen. Also in der Meditation kommt das zum Stillstand, was wir sonst im Alltag ständig tun, das Bewerten, das Beurteilen, das Kontrollieren, das unsere Erfahrung in eine bestimmte Richtung manipulieren. In der Meditation endlich halten wir inne, wir lauschen, wir forschen, wir erkunden, wir gehen auf eine Entdeckungsreise, wir erfahren uns selbst, unser Inneres, die Welt, die Gedanken, die Gefühle auf eine neue Art und Weise. Wir sehen sie erstmals wirklich. Wir sind neugierig, wir staunen, wir lassen zu, wir erlauben allem, was gerade sich zeigt, dass es da ist. Wir sind natürlich offen für alles, was kommt und geht. Ja, wir schauen wirklich hin und erkunden, wer bzw. was wir wirklich sind. Hinter all den Erscheinungen, hinter all den Erfahrungen im Innen und im Außen. Und wenn wir das tun, auf diese Art und Weise, ohne auf ein bestimmtes Ergebnis fixiert zu sein, dann kann sich dieser Raum zeigen, der Raum des Gewahrseins. Dann entdecken wir das von selber, was wir jenseits von dem sind, was kommt und geht. Dann entdecken wir, was immer da ist, was im Nicht kommt und geht, was immer schon da war, seit unserem ersten Lebenstag. Und was uns immer begleitet als dieses tiefe, tiefe, tiefe Gefühl von Ich bin. Das können aber wir allerdings nicht sehen, das können wir nicht entdecken, wenn wir genau wissen, was wir erreichen wollen, wenn wir auf ein bestimmtes Ergebnis fixiert sind, dann bleibt uns das verborgen. Das, was immer da ist, das, was nie kommt und geht, dieser stille Raum von Frieden, von Freude, von Liebe, von Mitgefühl, von Leichtigkeit, von Mühelosigkeit, von Weite, von Auflösung. Dieser stille Raum des Gewahrseins, nach dem wir uns so sehr sehnen und der das eigentliche Ziel der Meditation ist, ohne dass wir dieses Ziel anstreben.